Nicht Loot, nicht Loot. Jawohl, Silberblick, leck mich. Fick den Silberblick, auf Wiedersehen. Tschüss, Pummel, du dumme Sau. Pipi. Ja. Komm, scheiß drauf, weg damit. 1, 2, 3, 4, 27, Abgang. Nein, nicht schon wieder. $400. Mein Freund, Dollars. Mit Z. Mit Z. Wir haben deine Pokémon, machen sie wieder fit, das ist wunderbar. So, dann kann jetzt auch endlich mal dieses Tunnelding losgehen. Mein Blitz-Pokémon war Smetbo. Habe ich Smetbo noch dabei? Ich habe Smetbo noch dabei. Smetbo setzt Blitz ein, wunderbar. Und danach schmeiße ich weg den Scheiß. Jetzt schauen wir mal, was hier in der Höhle so gibt. Kampf-Pokémon, okay. Ich habe vorne Glutexo. Das machen wir mal anders. Vielleicht war es auch nur ein Zufall. Aber falls es so ist, dann hau ich doch Traumato besser nach vorne. Tomato. Ja, du wirst Gestein und Kampf-Pokémon haben, nehme ich mal an. Gestein ist halt scheiße. Da brauche ich Traumato nicht bringen. So, geschätzt. Wo, was bist du denn? Pokémania, ich möchte kämpfen. Dragosso. Ja. Traumato. Ich habe keine Ahnung, warum ich das getan habe. Okay, ich weiß es eigentlich schon. Ich hatte sonst Konfusion immer unten. Deswegen habe ich immer automatisch als Reflex Kampf, dann nach unten und dann bestätigen. Weil jetzt liegt Konfusion ja oben. Da Dragosso wahrscheinlich Normaltyp ist, sollte das, ja, normalen Schaden machen, logischerweise. Nein, 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 nein. Komm, das reicht doch. Bitte, danke, Spiel. So, jetzt kommt Fleckmon. Fleckmon ist ein Psycho-Pokémon. Käfergeist. Aber da habe ich keine Attacken. Also wechseln auf jeden Fall. Traumato da vorne zusammen ist Blödsinn. Pikachu. Eventuell, mal gucken. Ja, ja. Die Attacke ist sehr effektiv. Ach, ich bin ja ein Idiot. Fleckmon ist Wasserpsycho. Ach, blöd. Ja, selber schuld. Egal, Hauptsache weggeknallt. Game over! Warum schreist du mich so an, Mann? Musst nicht Caps schreiben, du Assi. So, wir gehen weiter in dieser total tollen Höhle. Moment, habe ich Dinges noch vorne? Traumato, alles klar. Dessen wollte ich mich nur versichern. Ah, das wird doch wieder so eine Mega-Höhle, oder was? Moment mal, war da oben was? Nee. Gut, dann können wir einmal kämpfen. Mach Rollo, Traumato und Abgang. Weil Psycho gegen Kampf sehr effektiv ist. Als eins der wenigen. Tatsächlich. Also, dagegen hilft nur Flug und Psycho. Ab Generation 6 auch Fee, aber Fee gibt es ja hier noch nicht. Deswegen weg damit. Und was ich auch rausgefunden habe, ich weiß noch nicht, ob ich das gesagt habe. Käfer und Gift sind gegenseitig effektiv. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Aber das erklärt auch, warum Traumato sinnvoll ist als Smetbo, weil Smetbo ist Käfer. Und da es unglaublich viele Gift-Pokémon in Generation 1 gibt, ist es nicht so sinnvoll, Smetbo wirklich nach vorne zu stellen. Oder Smetbo als wirkliches Psycho-Pokémon hinzustellen. Weil es halt eben diesen Käfer-Typ hat. Deswegen macht Traumato schon mehr Sinn. Zuhause zeichne ich gern Pokémon. Ich zeichne deine Niederlage. Der Mund von dem sieht übrigens komisch aus. Ich weiß nicht, wie ich den interpretieren soll, aber egal. Setzt Fleckmon ein und ich habe mein Pikachu nicht vorne. Nein. Soll ich wechseln oder? Hm. Ja, komm. Psycho gegen Psycho muss ich echt nicht haben. Psycho gegen Elektro ist normal. Das könnte ein bisschen wehtun. Ja, ja, das ist nicht so wild alles. Going down, Fleckmon. Sehr effektiv, jawohl. Hätte trotzdem ein bisschen mehr sein können, aber gut. So, wenn er mich noch einmal trifft, dann bin ich im Arsch. Können wir bitte kritten? Können wir uns da einig sein, dass... Kopfnuss, das könnte... Ja, tut mir egal. Nein, ich will nicht, dass Pikachu stirbt. Das finde ich scheiße. Danke. Paralyzed. Paralysiert ist gut und weg damit. Ich habe, glaube ich, noch einen Supertrank und den werde ich jetzt benutzen. Was ist TM30? Habe ich das schon geschaut? TM30 ist Teleport. Achso, ja, klar.
Weg damit. So, jetzt kommt Gestein. Kann ich Psycho machen, muss ich aber nicht, aber ich mach's trotzdem. Wow. Auf welchem Level war ein Kleinstein? Ich habe da nicht drauf geachtet. Zubat, das ist sehr effektiv. Ja, das war klar. So, was ist hier drüben? Gar nichts. Fick dich, Spiel. Lass mich doch nicht verarschen hier. Spiel, ich lass mich nicht ficken. Ich komm nicht auf hier, aber ich will kämpfen. Noch kamen nicht so die wirklich abgefangenen Gründe fürs Kämpfen. Okay, die eine hast du mich angeschaut. Ja, okay, aber der Rest. So, Konfusion, Wiedersehen. Absorb deine Mutter mal. Bisasam. Habe ich nichts Effektives gegen. Aber da Psycho nicht zu schlecht ist, also normal, dann mache ich Konfusion. Bisasam. Oh nee, Bisasam ist Gift. Ich bin auch so blöd. Ah, ich bin doch so blöd. Heul deine Mutter voll, nicht mich. Bisasam. Ja, halt die Fresse jetzt. Bisasam. Traumat erreicht Level 26. Dankeschön. Ich muss echt dran denken, dass diese Pflanzen- und Käferdinger so oft Gift sind, dass ich... Traumatum haut die einfach weg. Oh, ich hab verloren. Gib mir deinen Pfadfinderorden. Hey, Traumato entwickelt sich. Traumato wurde zu Hypno. Woo! Das ist sehr, sehr geil. Aber nee, das, Moment, das ist... Sehr geil. Super geil. Ich hab doch nicht umsonst Adlibs drin, Freunde. Ganz echt, das finde ich jetzt geil. Hypno oder kannst du mitarbeiten einfach. Was sagt denn dein Status so aus? Psycho? Der Sprite auch. Ja, okay. Ich wusste nicht, warum ich das anschauen wollte, aber kann man eigentlich mal machen. Du hast mir meine Unterhose geklaut. Lass, was? Nein. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Was? Warte. Nochmal. Ich muss es nochmal. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Was? Ich... Ach komm. Ich frag überhaupt nicht. Glumanda. Übrigens nochmal. An dieser Stelle, ist das Sprite? What the fuck? Also von Hypno, von hinten. An dieser Stelle nochmal Props an Picoda, der in der Folge, wo sich Glumanda zu Glutex so weiterentwickelt ist, nachgemacht hat. Den Glumanda-Sound, der hat sich so geil angehört. Ich habe mich so gefreut beim Anschauen hinterher. Glumanda. Ich kann es gar nicht, aber das war so toll. Folge 15. Am Ende, wo Glumanda sich zu Glutexo entwickelt, schaut es euch an oder schaut es euch nicht an. So. Feuer, Boden, Gestein, Wasser. Ah, logisch. Psycho ist normal. Also, dank Psycho nicht wirklich ineffektiv ist, kann ich es auch einfach so weghauen. Raserei. Moment mal, wie kann man Glumanda Level 22 haben? Glumanda wird doch auf Level 18 zu Glutexo, aber ich was verpasst. So, Tragosso. Tragosso, ich habe kein Kampf-Pokémon, heißt weg damit. Der hat gesessen. So weit, so gut. Du hast verloren. Was so gut? Am Arsch. Ja, für mich so gut. Da möchte ich dir nicht wieder sprechen. Ja. Lass mich raten. Natürlich. Natürlich nichts, wo ich effektiv gegen bin. Zum Glück ist es Level 17 und ich fick es weg. Es ist aber trotzdem behindert. So, Moment. Jetzt ist hier unten und wenn ich oben lang gehe, ist da auch einer. Richtig. Ich mache natürlich beide. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Hau weg den Scheiß. Hau weg den Scheiß. Hau weg den Scheiß. Mach Rollo und tschüss Hypno. Also tschüss, dank Hypno. Natürlich. Dann Onix. Ich möchte wechseln, denn ich habe einen Schillock. Und Wiedersehen. Übrigens, wir können ja mal eine kleine Fun-Fact-Runde machen. Es gibt genau zwei Typen, die gegen sich selber effektiv sind. Also jetzt mal von mehr über Gen 1 rausgedacht. Und zwar Drache und Geist. Wollte ich einfach nur mal gesagt haben, weil ich es gerade in meiner Typ-Tabelle sehe. Da muss man nämlich nur die Diagonalen runtergehen. Und überall, wo ein Plus ist, zack, das ist es nämlich. Ein wildes Kleinstein. Weg. Ich muss aufpassen, dass meine AP für Konfusion nicht ausgehen. Mein Pokémon will sich das fürchten lernen. Alpollo.
Wenn es kein Geist-Pokémon ist, dann finde ich deinen Spruch scheiße. Ja. Gleicher Level 25, ficken. Steinwurf ging dir zum Glück daneben. Wiedersehen. Kleinstein. Im Notfall habe ich auch noch Smetbo. Und da der Blitz, da der auch Konfusion kann, wäre das mit den AP nicht zu schlimm. Ich glaube aber, ich habe noch was, um die aufzufüllen. Soweit ich weiß, war das doch Äther. Können wir mal gucken. Scarpy Plus kann ich auch mal einsetzen, einfach weil ich Platz für Items brauche. Pikachu hat am wenigsten, also hier. Um wie viel? Wow, um 1. Das ist jetzt nicht dein Ernstspiel. Du willst mir wohl ein bisschen ficken oder so. So, Moment, Hypno. RP erneuern für Konfusion. Und weiter. Oh, Onix. Oh, tschüss, Onix. Habe ich den da oben jetzt schon besiegt? Ja, ne? Habe ich natürlich, klar. Wieder Kleinstein, haben wir alles schon gesehen. Alles schon gesehen. So, was hast du zu bieten? Dieser Tunnel ist verdammt lang. Wie mein Penis. Moment, was wollte ich sagen? Ich weiß auch nicht, was du sagen wolltest, mein Freund. Hat der 5 Pokémon? Kleinstein, okay. Na gut, Hypno Level 27 sollte locker reichen. Wiedersehen. Okay. Okay, sind nur 4. In Anführungsstrichen nur, aber ist kein Problem. Macholo, Entschuldigung. An Happy Coda an dieser Stelle, Entschuldigung. Einerseits, dass ich ihn 200.000 Mal erwähne, andererseits, dass ich Macholo gesagt habe. So wie ich es gelernt habe, es heißt Macholo. Meine Fresse. Kann sie auch anpissen. Nein, Hypno, kannst ruhig weitermachen, du machst es gut. Nein, Hypno, kannst weitermachen, ist gut. Danke. Ich sollte hier echt Shiggy vorstellen. Shillock, Entschuldigung, Moment. Will ich erst links oder rechts lang? Moment. Ah, scheiße, egal. Ich wollte nur mal schauen, ob ich den Kampf noch umgehen kann. Kein Problem. Hau weg den Scheiß. Level 60, ich bin gelangweilt. Ich kann doch nicht sein, es kann nicht sein, dass ich overlevelt bin. In der letzten Arena waren Raichu Level 26 oder so. Oder 22? 24? Und dann kommt ihr Level 18 dagegen. Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Ja. Wo soll ich das wissen? Oh, fick dein Onix, ey. Ich stell gleich echt mein scheiß Shillock nach vorne. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt reicht's mir. Ich hab die Schnauze voll. Fick dich, Onix. Nochmal Kleinstein, verpiss dich. Ja, wo bin ich? Wo geht es nach draußen? Idiot. Das Problem ist jetzt, und ich glaube, da kann jeder Pokémon-Spieler sich mit identifizieren. Wenn ich Schildock nach vorne stelle, wird kein einziges Gestein-Pokémon bekommen. Nur noch Zubats. Zubats und der ganze Scheiß, mit dem ich nichts anfangen kann. Spiel, ich glaube, du willst mich gerade verarschen. Das ist physikalisch nicht möglich, dass du nett bist. Moment, hier ist nix. Von hier oben komme ich, genau. Dann kann ich hier weiter. Bitte hab ein Steins-Pokémon vorne. Ein mächtiger Video sollte etwas mehr Respekt sein. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Soll ich über dich fliegen oder was? Soll ich in die Fresse hauen und sagen, lol? Was willst du von mir? Kleinstein. Oh, danke. Oh, danke. Georock. Georock. Dieser Sprite finde ich auch sehr geil. Dieser Sprite. Sehr geil. Super geil. Das Schöne ist, man hört diesen Adlib so gut, weil er sehr niederfrequent ist, also tiefe Frequenzen. Und das Spiel ist so bei hohen Frequenzen und es überlagert sich nicht. Deswegen kann man diesen Adlib so gut hören. Ich gebe auf! Wolltest du weiterkämpfen? Was willst du mit deinem Pokémon bei einem Bärnackelkampf oder was? Gut, weiter. Der Tunnel nimmt natürlich kein Ende. Moment, ist hier oben. Wie ist es möglich? Ich drücke nur eine Taste. So, hier ist gar nichts, da muss ich auch nicht lang. Dann kämpfe ich halt einmal, Onix, Wiedersehen. Ich bin viel zu herausgefordert hier, das ist schlimm. Also weiter, wer bist du und was willst du? Wanderer nehmen Zweige, um ihren Weg zu markieren. Mr. Zweig, nein! Wie kannst du nur Mr. Zweig? Na, was hat... Oh, Pummeluff. Oh, fick dich, Pummeluff. Stirb! Ich beiß dich kaputt. Dich und dein Edding-Mikro da. Level 29.
Schildock, das könnte dick werden. So, Taubsi. Taubsi, das ist sehr gut. Dann kann ich endlich mal mein Pikachu hier reinbringen. Level 21, das könnte viel, das könnte total eng werden. Wird total scheiße. Spiel, ich hasse dich. Ich hasse dich aus ganzem Herzen. Spiel, warum? So, Pikachu nimmt deine EP mit mir, verpissen uns, Mauzi, von mir aus. Wow, geslammt! Ja, leck mich am Arsch! Das ist heftig, gut. Und wir gehen weiter. Ich habe mein Bestes gegeben. Das ist wie abgezogen werden, du gibst dein Bestes. Na, dieser Vergleich, von wem kommt da? Ah, schreibt's in die Kommentare oder auch nicht. Ich gehe keine Sackgassen lang. Spiel, das kannst du vergessen. Kannst du mich besiegen? Ich rede nicht komisch. Loni sind wohl keine besseren Synchronstimmen mehr eingefallen. Was denn mir? Also, das ist jetzt, also, die Unterstellung teile ich, nicht, ganz klar. Moment. Aua, 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 aua. Ach. Oh, scheiß die Wand an. Die Sitzposition ist so für den Arsch gerade. Moment, ich chill mich mal in meinen Chefsessel hier. Halt, Sekunde. Ja, ich mach's weiter.